alles wieder und sie sind wieder cute. Und ja, ist einfach richtig süß. Ich mag die beiden voll gerne. Ich hoffe, es kommt noch mehr von denen auch. Und ja, freue mich auf den nächsten Band, wann auch immer der kommt. Aber ich hoffe bald. So, dann haben wir noch einmal Focus 10 Band oder Phase 4. Ich finde es halt immer schade, dass es nur so halbe Bände quasi sind. Das ist immer so dünn. Aber ja, da gab es hier auch wieder so ein kleines Polaroid. Power Rangers in der Powerpause. Ja, süß. Ich mag die Polaroids. Ja, und in dem Band ging es dann ein bisschen mehr um. Wie hieß sie jetzt nochmal? Da vergisst man einfach den Namen wieder. Lina, Laura, irgendwas so in der Richtung. Jedenfalls, sie ist ja hier auch auf dem Cover und. Ja, sie mag ja ihren Vater nicht und hier erfährt man halt auch so ein bisschen warum. Also. Einfach weil ihre Mutter sie halt alleine aufziehen musste und ihr Vater sich halt nicht gekümmert hat und so. Und aber über den Band hinweg sieht sie dann doch ein, dass ja, es vielleicht auch Gründe gegeben hat und dass er sich jetzt bessern will. Und sie versucht dann doch irgendwie auch mit ihm jetzt klarzukommen für das Team halt. Und ich hoffe, das Team versteht sich dann in Zukunft auch besser. Und dann gehen sie halt zu einem Schlaflabor, was ich echt cool fand. Und wollen halt mehr über ihren Zustand herausfinden. Da gibt es dann auch nochmal ein bisschen Stress, aber im Endeffekt, ja, machen sie eine interessante Entdeckung. Damit endet dann der Band auch hier. Nämlich sie verschwinden halt einfach. Also sie sind dann verschwunden, als sie dann halt schlafen und wahrscheinlich wieder in den Torbogen oder dieses dorthin gehen halt. Ja, also tatsächlich verschwinden auch ihre Körper. Mal sehen, ob das jetzt irgendwie auf Kameras aufgezeichnet wurde, wo genau hin, wie sie verschwunden sind oder einfach so schwupp oder ja. Also da bin ich jetzt sehr gespannt. Ja, ich finde es echt immer noch sehr cool, so dieses einfach mit der Schlafparalyse und dem allen, dass das als Idee für einen Manga, also wirklich coole Idee von Martina Peters. Und ich will mir auch noch ihre anderen Werke irgendwann mal holen, aber ja, im Moment. Komme ich gerade so mit den Neuheiten hinterher, also da ist nicht viel Geld für andere Sachen. So, dann der letzte von Carlsen, das wäre dann Attack on Titan Band 25. Natürlich habe ich auch die Edition mit dem Schuber und so, zeige ich erstmal den. So, von der einen Seite fokussiert, ja. Dann hier hinten mit dem Zeichen für Mensch. Also von Shingeki no Kyojin. Damit ist es jetzt ja auch fertig, also der Schriftzug hinten, sag ich mal. Und ich bin so, wie viele Bände kommen noch und reicht es noch für einen Schuber und was für ein Schriftzeichen ist dann da drauf oder packen die einfach gar nichts drauf, weil, ja. Naja, und dann hier noch die Seite. Und hier sind dann die restlichen Bände schon da drin. So. Und als Extra, was ich ein bisschen komisch fand, gab es dann noch das hier, also ein alternatives Cover irgendwie. Ich hoffe, man. Ups, kann das jetzt so. Irgendwie sehen, so. Ja, ich finde es schöner als das eigentliche Cover. Ich hätte lieber das drauf gehabt, aber gut. Das ist halt hier einfach hier so ein Umschlag und hier sieht man auch so ein bisschen. Kann man auch hier noch so ein Bild machen. Aber ja, keine Ahnung. Ich finde es ein bisschen komisch, weil ich werde das nicht dran lassen. Es sieht ja komisch aus im Regal und. Ich finde das Cover schön, aber ja, bisschen weird, ne? So ein extra, ich weiß auch nicht. Naja, so, hier dann jetzt der eigentlich Band. Ja, hier fällt es mir ein bisschen schwer zu sagen, was passiert ist, weil ich auch noch nicht so ganz durchgeblickt habe, was die jetzt wollen. Also, es war ja so im letzten Band, dass halt er denn jetzt hier aufgetaucht ist. Halt, ja, also in. Nicht auf der Insel, also ich weiß es nicht mehr, auf dem Festland halt, also wo die anderen jetzt auch alle sind, hier bei den Mali und so. Und trifft er hier auf Rainer und ja, es ist irgendwie komisch. Also er denn meint erst irgendwie so, dass er versteht auch irgendwie, wie das gelaufen ist. Ich weiß auch nicht genau, wie viel sie jetzt wissen, weil sie sind ja irgendwie auf die Insel gekommen, das hat man, also von der Insel weggekommen, das hat man ja nicht genau gesehen. Wo ich auch so bin, ne? Haben die ein Boot genommen oder wie? Naja, und wie viel sie jetzt eigentlich genau wissen, was da abgeht, so. Und was sie jetzt genau wollen, weil sie greifen dann jetzt ja einfach hier diesen Typen an, der dann halt auch hier die Wahrheit eigentlich erzählt, weil es wurde ja eigentlich diese
dieser Mist verbreitet wegen den Titanen und sowas, dass die alle böse sind dort im Paradies und so. Eigentlich hat er das jetzt so ein bisschen aufgeklärt, aber er meint trotzdem noch, dass sie böse sind. Das ist irgendwie komisch. Und ja, dann, wie man auf dem Cover auch schon gesehen hat, kommt dann hier Eren und ja, mäht den hier nieder und er bringt halt auch voll viele so Zivilisten um und Mikasa meint auch so, ja, das kannst du jetzt nicht rückgängig machen, du hast jetzt Leute umgebracht und so und Eren ist so, ja, eigentlich wollten sie an ihm, also irgendwie, ich weiß nicht, es ist cool, ich bin so, was genau wollen sie jetzt? Das ist mir noch so ein bisschen schleierhaft. Auch mit diesem Kampf hier, ich meine, klar, dass auch keinen Krieg und so mit der Insel gibt, aber ja. Jedenfalls tauchen dann die anderen alle auf. Und hier, oh mein Gott, Mikasa mit kurzen Haaren. Ich war so, yes, sie sieht so gut aus. Oh mein Gott. Und auch die neuen Uniformen, sag ich mal. Das ist jetzt alles so hier auch so in Schwarz und richtig cool, wie man auch auf dem anderen Cover gesehen hat. Bei ein paar war ich so, hier zum Beispiel ist der Jean, ne? War ich auch so, Moment, wer ist das? ja. Ja, das ist so. Hier meint sie auch zu Erde mit den Menschen und so. Ich weiß noch nicht so ganz, was da jetzt abgeht. Es ist auf jeden Fall spannend. Ich bin sehr gespannt. Vor allen Dingen, wie lange auch Attack on Titan noch geht, weil ich bin der Meinung, gehört zu haben, dass es jetzt abgeschlossen ist. Es ist vielleicht noch nicht, glaube ich, ganz draußen in Japan, aber dass halt zumindest der Manga-Cast schon fertig gezeichnet hat. Und wie viele Bände es halt jetzt noch geben wird. Aber ja. Wie auch immer. So, dann kommen wir noch zu Ultraverse. Und die Sonne ist noch nicht in seinem Haus verschwunden. Ich hoffe, sie hält noch durch so lange. Ja, da hätten wir dann als erstes Barakamon Band 2. Ja, der Manga war wieder nice. Es ist halt so ein Manga. Dazu kann ich auch einfach nicht viel sagen, weil es halt Kurzgeschichten sind. Es sind halt immer so ein paar Kurzepisoden, wo was auf der Insel passiert und so mit den Einwohnern. Es ist einfach so ein chilliger Manga. So. Auch so, ich habe viele gehört, die meinen so Wohlfühl-Manga, finde ich auch so. Ja, den kann man so lesen zum Entspannen und sowas. Hier gab es eine kleine Story über Katzen. Und ja, hier ist auch diese eine, halt typisch wieder eine Fujoshi, die dann eigentlich, aber sie ist eigentlich noch gar keine richtige Fujoshi. Sie kam einfach nur so drauf. So, hier sieht man, wie sie so Boys Love entdeckt. Und sie ist dann eigentlich so, nein, eigentlich bin ich nicht so. Aber, wie man sieht, auch so verfluchte Pubertät. So, was mache ich hier eigentlich? Was ist hier los? Und dann sieht sie halt auch immer hier den Sensei mit diesem anderen Typen manchmal in so lustigen Situationen und ist dann so: Moment, was geht hier ab? Ich glaube, die Szene finde ich jetzt nicht, aber ja. Ja, genau, hier denkt sie halt auch irgendwie, er redet so über den einen und dann: Hier, ich bin keine Fujoshi. Ja, also da gab es wieder einige lustige Sachen. Hat mir gut gefallen. Es ist halt so, ja, 18 Bände sind schon eine Menge, aber also ich hätte mir den jetzt vielleicht nicht unbedingt jetzt sofort kaufen müssen. Aber wenn dann so eine Reihe mit längeren Bänden ist, bin ich lieber immer aktuell, als dass ich warte, bis sie abgeschlossen ist, weil ich weiß, ich hole sie mir nicht, wenn sie abgeschlossen ist, weil 18 Bände einfach viel sind. Die kann ich mir nicht auf einmal kaufen. Und ich bin super schlecht im Sachen neu immer so stückchenweise kaufen. So gebrauchte Sachen, okay, aber ich bin dann immer zu knausrig, neu die zu kaufen, wenn die schon irgendwie abgeschlossen sind oder sowas. Das mache ich wirklich nur bei sehr neuen Sachen dann auch. Und ja, das ist immer so ein Problem. Deswegen, wenn die Serie nicht unendlich lang ist, aber ein bisschen länger, dann fange ich sie lieber gleich an, wenn der erste Band rauskommt, weil sonst wird das nichts mehr. Ja. Naja, deswegen bin ich froh, dass sie trotzdem jetzt auch angefangen habe, aber so, dann kommen wir zu Kakegurui. Band 6, da gab es dann hier auch wieder die Character Card dazu. Gab es jetzt ab Band 5, warum auch immer, nicht ab Band 1. Aber gut, hier von Mary. So. Und ja, der Band war jetzt was Neues für mich. Also den Rest bis dahin kannte ich ja eigentlich schon vom Anime. Nur hier ist es jetzt anders als im Anime. Also der Anime hat so geendet, dass nach diesem Bühnenauftritt-Dings da, also wo sie gegen die eine gespielt hat und dann gegen diesen anderen auch vom Schülerrat, nach der Sache kam im Anime ja eigentlich ein Spiel gegen die Präsidentin schon.
Hier aber nicht. Hier spielt sie jetzt gegen ihre Sekretärin. Ich weiß nicht, ob das dann später nochmal kommt oder ob hier einfach die Reihenfolge geändert wurde oder ob sich das jemand extra für den Anime ausgedacht hat. Keine Ahnung, weil die zweite Staffel habe ich noch nicht angefangen. Die ist noch nicht auf Netflix und ich wollte warten, bis sie dann auf Netflix ist, weil ich eh den Manga zuerst lese. Also, ich will mich halt vom Anime nicht spoilern. Ich lese immer gerne den Manga zuerst. Hier habe ich zwar den Anime auch zuerst gesehen, aber ich wusste halt noch nicht, wie es mir gefällt. Das ist manchmal ein bisschen unterschiedlich. Naja, und jetzt spielt sie hier gegen die Sekretärin. Und die Szene fand ich auch lustig, greift sie hier einfach an die Brust. So, ich bin so, what? Ja, und zwar in so einem Turm. Ja, der Turm der Tore. Das fand ich auch ganz interessant. Eigentlich, wenn man es im Nachhinein betrachtet, war es eigentlich gar nicht so schwer, aber natürlich checkt man das nicht so von Anfang an. Aber ich war mir schon sehr sicher, dass die Sekretärin eigentlich falsch liegt, sag ich mal, weil sie einfach immer nur die mittleren Tore benutzt hat. Und ich bin so, naja, für irgendwas müssen ja die anderen Tore auch gut sein. So. Deswegen fand ich es ein bisschen naiv von ihr, da einfach so zu denken, ach, die anderen Tore interessieren mich nicht. Und ich dachte mir auch schon, dass Yumiko gewinnt, aber ja, trotzdem sehr interessant. Vor allen Dingen, da ich es jetzt halt nicht vom Anime kannte oder so. Und auch mit dem Ende dann, weil man ja eigentlich dachte, dass jemand stirbt, aber da war ich so, okay, doch nicht. Sehr gut, weil das war ein bisschen krass. Ich meine, wir sind immer noch in so einer Schule und so, die können auch nicht einfach Leute umbringen. Naja. Aber ja, fand ich sehr cool. Und am Ende sind dann jetzt, also am Ende meinte die Präsidentin einfach, dass sie ihren Posten aufgibt und dass jetzt Leute von dieser Familie kommen und da sind jetzt ein Haufen neue Charaktere aufgetaucht und gegen die wird dann jetzt wohl auch bald gespielt und ich bin schon sehr gespannt hier. Yay. So, und dann der letzte von Ultraverse und der vorletzte insgesamt haben wir dann noch Eclair Blanche. Also quasi der zweite Band der Girls Love Anthologie-Reihe oder wie auch immer. Als ich den ersten Band davon gekauft habe, wusste ich nicht, dass es so viele gibt. Also was heißt viele? Ich weiß noch von zwei anderen. Also es ist ja irgendwie immer in Französisch hier die Farben halt einfach. Also Blanche ist ja weiß. Und dann gibt es noch Bleu und Rouge, also Blau und Rot. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Zumindest die habe ich gesehen. Ich meine, an sich finde ich es ja immer so ganz cool. Allerdings sind halt auch viele Storys drin, die ich jetzt so meh fand. Aber halt auch viele, die ich gut fand. Das ist so eine Sache. Ich finde es aber eine coole Idee von Kase, sag ich schon, von Ultraverse, dass sie halt dadurch so ein bisschen gucken, welche Storys man mag, welche Girls Love gut ankommen, damit sie ihr Programm daraufhin erweitern können. Es kam jetzt auch noch ein Girls Love bei Ultraverse raus. Wie hieß der nochmal? Irgendwas mit Fischen oder so. Den hätte ich mir auch gern geholt, aber ich hatte einfach kein Geld mehr und wollte jetzt nicht so viel Neues anfangen. Aber den habe ich auf jeden Fall noch auf meiner Liste und es kommt bald auch noch einer raus, wobei der mich jetzt nicht so sehr angesprochen hat. Irgendwas auch mit Vampiren oder so. Ja. Aber bei Tokyopop kommt bald noch ein cooler raus. Naja, mal sehen. Jedenfalls, erstmal zeige ich, wie ich die hier so bewertet habe. Dann muss ich nicht über jeden so einzeln super viel sagen. Ich will zwar trotzdem ein bisschen was zu jeder Story sagen, aber. Das? Ja. Ja, also wie man sehen kann, fand ich am besten von Kano und Eri Ejima die Stories. Die fand ich richtig nice. Und ja, dann blätter ich einfach mal so ein bisschen durch und sage ein bisschen was zu den Sachen, weil auf Insta zum Beispiel konnte ich jetzt nicht zu allem was sagen. Es hat zu lange gedauert. Hier finde ich übrigens die Zeichnungen richtig schön. Also die hier vor allen Dingen auch. Ja. Ich liebe Anzüge, deswegen. Ja. So, also die erste hier fand ich so, ne, also die hat mir irgendwie nicht so gut gefallen. Das hier war ganz süß mit dem gelben Glücksküken. Also eine süße, nette Story. Was war das für immer dein Profil? Was hatte ich denn da bewertet? Doch, das fand ich einfach so okay. Da kann ich mich auch nicht mehr wirklich dran erinnern. Ich sollte vielleicht nur zu den Sachen was sagen, wo ich mich noch dran erinnern kann, wo ich mehr zu sagen habe, als war ganz nice. Ja, genau, hier, da fand der hier war auch schon im letzten Band was drin und die Geschichte fand ich einfach nur so, ne. Also ich fand, das hatte auch nicht wirklich was mit Girls Love zu tun und ich weiß nicht, das war einfach so Azaleen am Wegesrand. Das, ich weiß nicht, sie zeichnet irgendwie immer was zu so, von so gemeinen Leuten einfach irgendwie. Ja, hier die Weiterentwicklung einer platonischen Freundschaft, das fand ich ganz süß. Dann
Ja, das hier fand ich auch ganz nett. Und hier, die Story fand ich richtig gut. Die Arbeitslose und das Schulmädchen, dazu gab es auch schon im letzten Band was. Und ich mag die beiden Charaktere einfach so gerne. Davon hätte ich echt gerne entweder halt ein Einzelband oder eine Reihe. Also, ja, ich mag auch halt so ein bisschen so größere Altersunterschiede. Und ich finde, die beiden haben einfach so eine schöne, wie sagt man, so eine schöne Chemie zwischen den beiden. Und ja, auch die Zeichnungen sind echt schön. Ja, dann, wozu könnte ich noch was sagen? Die anderen kann man einfach davon ausgehen, dass sie so ganz okay waren. Die hier fand ich ziemlich, what the fuck, meine Mama. Ich glaube, von der war auch schon im letzten Band was, es war einfach nur komisch. Und hier wieder von der Mangaka von Sonnensturm auch. Ihre Sachen mag ich auch sehr gerne. Ja, und die hier hieß irgendwie das süßeste Mädchen des Universums. Und das hier war echt süß. Ja. Ja, das hier ein Piercing zum Schulabschluss fand ich auch ganz nice. Was war eher eine traurige Story, sag ich mal, aber die Zeichenstil war auch ganz schön. Hier die Prinzessin und ihr Ritter, das fand ich auch süß. Das war so Kindheitsfreunde, die sich verlieben, Story, das fand ich ziemlich nice. Ja, so. Dann, das hier war, glaube ich, von der gleichen, die die Friseurin war und jetzt die Nähmaschine, die hat es wohl irgendwie mit solchen Sachen. Da sind die Zeichnungen echt schön, aber die Story. War jetzt halt so, ja, okay, aber jetzt nicht wirklich Girls Love für mich. So, ja, halt. Also, es war schon irgendwo Girls Love, weil die eine ja in diese da verliebt war, aber so als mögliche Story, ich weiß nicht. Und die hier fand ich auch noch absolut genial. Also, irgendwie die Charaktere fand ich einfach so toll. Da könnte ich fast jede Seite zeigen und die ist einfach lustig, weil sie hier halt so. Ein bisschen mehr so dark ist, sag ich mal so ein bisschen. Ja, und dann hier in ihre Senpai verliebt ist, die sie halt so süß findet. Und ja, das ist, auch die Story war einfach richtig toll. Also von der Mangaka möchte ich echt gerne eine Reihe haben, einfach. Also wirklich, Ultraverse, please. Wenn es überhaupt eine Reihe von der Mangaka gibt, keine Ahnung. Vielleicht soll ich mal nachforschen. Und das hier war einfach nur weird. Von der Mangaka war auch schon im letzten Band was. Das ist einfach nur komisch. Ich weiß nicht. Naja, aber das Cover fand ich übrigens auch sehr schön. Ja, so viel dann dazu. Kommen wir zum letzten Manga. So, diesmal ist das Update nicht so super lang. So, und zwar haben wir hier 20th Century Boys, Band 3. Und es ist echt, fast bei jedem Band ist dieses Plastikdings. Hier sieht man bei dem Band, ist sie so ziemlich so wellig, so wubbelig. So, an einigen Stellen. Da so. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich finde Plastikumschläge sind generell eine schlechte Idee. Sollte man nicht machen. Ich mag diese Editions von Panini nicht wirklich so. Ich finde es gut, dass sie es nochmal neu rausbringen und alles, aber sie machen ja auch zu Berserk, glaube ich, noch so eine Ultimate Edition, wo dann halt auch so ein Plastikumschlag ist. Und ich bin so, warum zu Berserk? Weil es gibt von Berserk schon die Berserk Max-Bände, was halt auch einfach Doppelbände sind und die kosten nur 10 € pro Band. Doppelbände. Da spart man voll. Und das sind ja auch Doppelbände, also diese Ultimate Edition, nur halt noch größer. Und die sind dann 20 € pro Band. Und ich bin so, wer würde doppelt so viel dafür ausgeben? Und ich hoffe sehr, dass die Berserk Max-Bände jetzt nicht irgendwie vergriffen sind oder so, weil dann raste ich aus, ich habe noch nicht alle und ich brauche die. Und ja, ich will Berserk nicht in dieser Edition kaufen. Ja. Naja. Jedenfalls zu 20th Century Boys. Ich mache mal diese Folie, also den Umschlag ab, sonst kann ich da nicht richtig reinblättern. Das ist voll. Nervig. So, schon viel besser. Ja, der Band war auch wieder total gut. Die Sachen von Naoki Urasawa möchte ich mir gerne auch noch alle oder zumindest noch einige weitere holen. Nur Geld, ja. Monster will ich mir auch holen, aber da kommt er dann bei Carlsen diese neue Edition raus und habe ich auch kein Geld eigentlich für uns so. Naja, mal sehen. Jedenfalls, ja, war es hierzu voll spannend. Es kam immer dieser Tag näher wegen dem Roboter und allem. Und sie haben halt versucht, was dagegen zu machen, sag ich mal, und was herauszufinden und alles. Aber man weiß nicht, was passiert ist. Als dann der Tag kommt und auch irgendwie, ich glaube, das Parlament oder so in die Luft gesprengt wurde, dann wechselt es einfach auf einmal und wir sind irgendwie, ich glaube, 12 Jahre oder so in der Zukunft. Und es geht dann um Kanna. Also, die sieht man hier auf dem Cover. Die war ja. Am Anfang der Story dann 5 oder nicht am Anfang, aber halt da, bevor diese Sache passiert, ist 5 und jetzt ist sie 17 und
Ja, jetzt sieht man hier so ihren Alltag und sie ist voll cool. Ich liebe sie. Wie sie hier auch einfach mit so Gangstern so sie weicht Pistolenkugeln aus und kann anscheinend sowohl thailändisch als auch chinesisch. Ich bin so nice. Ja, und sie ist einfach cool. Ja, und sie hasst die Polizei. Und da gibt es dann auch was mit so einem korrupten Polizeiangestellten und so ein kleiner Fall quasi da auch noch am Rand. Und es ist die ganze Zeit nicht so sicher, was jetzt halt passiert ist. Aber hier, wie es aussieht, hat halt der Freund gewonnen. Aber es war auch manchmal so, war ich mir nicht ganz sicher, weil die wollten ja eigentlich ihr Symbol wieder zurückholen, weil es ja eigentlich ihres war. Und es gab halt auch so eine Grabstätte. Und ich bin so. Ist Kenji jetzt gestorben? Ich bin mir so nicht so ganz sicher. Ja, und dann später kriegt man aber raus, dass zumindest einer oder einige im Gefängnis sind, weil da taucht jetzt hier der Shogun auf. Ja, er hier. Ich weiß seinen Namen gerade nicht mehr. Ja, hier sagt er will auch einfach, dass er der Shogun genannt wird. Den mochte ich ja echt richtig gerne und ich bin froh, dass er jetzt hier wieder aufgetaucht ist. Und der will jetzt halt ausbrechen aus dem Gefängnis, um halt Kana zu helfen und so, weil sie ist ja jetzt mit diesem Schlamassel drin, mit diesen Polizisten. Und ja, also da bin ich auch mal echt gespannt. Ich finde es halt interessant, hier sind übrigens auch noch ein paar Farbseiten manchmal so zwischendrin, dass die Story so mega in den Zeiten immer springt, weil hier am Ende sieht man dann auch wieder was aus der Kindheit von den Jungs halt hier, die das Zeichen entworfen haben und so. Und ja, vor allen Dingen Kana soll ja angeblich irgendwie die Tochter vom Freund sein oder so. Und was auch überhaupt mit ihrer Mutter ist und allem. Und ah, es ist so spannend. Und es springt halt immer so umher. Und ich will dann jetzt wissen, was jetzt an diesem Tag dort passiert ist und so. Und ja, einfach super spannend. Ich mag es voll gerne. Und ich war auch froh, dass ich es mir diesen Monat auch leisten konnte, weil es halt auch 20 € pro Band sind. Und eigentlich, ich habe auch ein paar Sachen weggelassen. Eigentlich wollte ich diesen Monat auch noch Voltron holen. Und nächsten Monat kommen auch ein paar raus, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich mir die holen kann. Es kommen in letzter Zeit so verdammt viele teure Neuheiten raus. Meistens irgendwelche Special Editions, die ich aber halt haben will. Aber kann ich mir halt nicht alles leisten, deswegen muss ich schauen, muss ich vielleicht die nächsten Monate ein paar Sachen weglassen oder so. Genau, was ich auch noch weggelassen habe, war noch ein Special Band von Detektiv Conan. Double Face hieß der, glaube ich. Da kommen mir einfach auch zu viele raus. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich da jetzt noch alle haben will. Weil am Anfang war ich so, ja, okay, aber eigentlich will ich mir auch Detektiv Conan komplett holen und brauche dann eigentlich diese Special Editions, die halt einfach nur Zusammenfassungsbände sind, nicht unbedingt. Ein paar finde ich ganz cool, weil zum Beispiel zu der schwarzen Organisation und so. Aber es kommen jetzt halt auch welche zu den Detective Boys raus, also halt einzeln wirklich zu den Mitgliedern. Und da bin ich so, weiß ich nicht, ob ich die unbedingt brauche. Vor allen Dingen, weil die ja meistens eh zusammen unterwegs sind und dann bin ich so, sind dann da nicht Sachen doppelt oder so. Also, ich weiß nicht. Ja, da höre ich erstmal auf, die zu kaufen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht später nochmal hole, aber fürs Erste habe ich das gestoppt. Die sind zwar auch nicht besonders teuer, aber ich war so, okay. Ja, deswegen mal sehen, was nächsten Monat wird, ob ich mir dann die Sachen holen kann. Weil zum Beispiel kommt auch nächsten Monat bei Ultraverse ein Schuber raus zu Bis deine Knochen vertrocknen. Und die Reihe wollte ich mir eh irgendwann noch holen. Ich dachte mir, dass ich die dann einfach komplett mit Schuber hole. Aber ja, ich weiß nicht, ob das drin ist. Aber mal sehen. Ja, noch so ein paar Gedanken am Ende des Updates. Ja. Naja, das war's dann vom Update für den März und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!